Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Test Gwent. Zur vierten Folge, wenn ich mich nicht täusche. Jo, zur vierten Folge müsste das sein. Ja, wir sind wieder hier in diesem Screen. Ich starte erstmal. Wir suchen nach einem geeigneten Gegner. Und heute werden wir auf Stufe 7 aufsteigen, wenn ich mich nicht täusche. Stufe 7 wird es werden. Ich freue mich sehr darauf. Blut und Ehre. Hänselt. Reihen schließen! Der hat schon einen anderen Anführer. What? Was kann der? Achso, Karten ziehen. Ja, Moment. Wir haben die Kuh. Okay, gut, kann man lassen. 19 abschließen, annehmen. Was kann der? Ich kann das nicht lesen, das ist verschwommen. Schlachtfeldseite und verwandle alle Einheiten darin in Goldeinheiten. What? Krass. Okay. Das ist nicht so gut. Ich habe das Gefühl, wir werden dieses hier auch nicht gewinnen. So. Naja. Das Problem ist, jede Goldeinheit wird bei nördliche Königreiche automatisch... Oh, wow. Jetzt hat er mich dumm aussehen lassen. Wird automatisch, und zwei verstärkt. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. So. Okay. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, wir beleben unsere Kuh wieder. Sag, dass das ein Witz sein soll. Ja, es ist ein Witz. Definitiv ein Witz. Also 100 Pro. Los jetzt! Oh wow, das ist uncool. Ich habe keine Karte, die das verhindern könnte. Nur die da, aber die wäre verschwendet. Fuck. Okay. Aber besser jetzt die zwei Punkte verschwenden, als nachher noch 5 Punkte dazu zu bekommen. Hallo, jetzt wähl die Karte aus. Los jetzt! Wer bist du denn? Noch einer, natürlich! Fuck. Mist. Das ist nicht dein Tag. Ich wünschte, man könnte das Level des Gegners sehen manchmal. Es wäre nicht schlecht. Moment, ich muss erst was rauchen. Der Olgiert. Alter. Der hat so gute Karten. Also der muss ja Tag und Nacht spielen, das geht ja sonst nicht. Ich meine, ich spiele auch jeden Tag mal, aber nicht eben stundenlang, sondern hier mal und da mal ein oder zwei Ründchen und das war's dann. Das Geile ist, der ist zwei Karten vor mir. Guten Tag. Ja, hallö. Hallö vor allem. Mit Ö. So, tschüss Karte, die du gerade gespielt hast. Irgendwie gefällt mir das hier alles nicht. Ach, nein, endlich. Formieren! Er setzt natürlich jetzt alles dran, mich zu besiegen. Ah, ach nö. Ich habe ja schon einen Punkt. Fuck. Ich bin auch ein Idiot. Ich kann nicht mehr. Aber wieso habe ich so viele Karten weniger als er? Aber wir sind pleite, wie die letzten Hausierer. Horn des Kommandanten. Und dann vergolden. Das ist seine Taktik jetzt. Okay. Dann verstärke ich hier diese Karte nochmal. Weil ich bin ja vor Verbrennen sicher.
Und verdoppeln. Zerschmettert das Gewürm! Und nochmal verdoppeln. 97 Punkte, Alter. Alter. Wie viel machst du noch, Kollege? Das ist schon krass. Lang lebe, etc., etc. Horn des Kommandanten zerschmettert mich trotzdem. Alter, wie viel Schwalben kann man in der Hand haben? Es ist egal, das ist jetzt ein Horn des Kommandanten und dann hat er nochmal vergolden und dann ist es vorbei. Alter. Verdammte Anderlinge. Ja, verdammte Anderlinge. Haben wir mal ein Horn des Kommandanten bei. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Rittersporn. Wow. Catwin! Angriff! Okay. Jetzt kommt's drauf an, wer die bessere Karte zieht. Ich starte mit einem Jord. Mir vertraut sein. Ach ja. Das ist ja... Oh Gott. Okay. Gratuliere, du hast gewonnen. Wow. Also ich bin gerade hin und weg, muss ich ehrlich sagen. Alter. Ich will doch nur noch einmal gewinnen. Alter, wie krass. Der hat sein komplettes Deck auf die Allgeared-Strategie ausgelegt. Ich bin ja eigentlich auch dumm, ich habe zwei Strategien in meinem Deck. Vorwärts! In den Kampf! Zerschmettert das Gewürm! Eigentlich bin ich ja dumm, weil ich ja zwei Strategien in meinem Deck habe. Ciri, okay. Shani. Auch interessant, auch alles interessant. Brauche ich irgendwas davon nicht? Dich brauche ich nicht. Ja, und dich eigentlich auch nicht. Wobei, du bringst mir insgesamt 8 Punkte, wenn ich dich ausspiele. Das heißt, du bist eine richtig starke Karte. Ja, ist in Ordnung. So, Ciri. Genug geschwätzt. So, Dankeschön. Das ist nicht dein Tag. Nein, das ist definitiv nicht mein Tag. Das in der ersten Folge. Erst die Vorstellung, dann in der zweiten Folge, dann wunderschön alles gewonnen und tralala und jetzt schon ewig nicht mehr. Alter. Jawohl. Jawohl, okay. Genug gut. Geschwätzt. Genug geschwätzt. Bist du einer der unseren, oder ja, ja, nicht? Ja, 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 bin ich. Ja, definitiv. Ich bin einer der eurigen. So, hier. Für Radovid! Okay, die beiden hat er jetzt vergoldet. Auch schön. Hat was. Hier. Kriegst den Tribok vor die Nase gesetzt, dass dir alle zwei Züge eine auf die Schnauze haut. Ne? Jo. Lang lebe, etc., etc. Ja, lang lebe, etc. Ich bin nur gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Ach, das ist ein Xbox Live-Spieler übrigens. Hallo Xbox Live-Spieler. Ist nämlich Cross-Plattform. Also ein richtig gutes Spiel. Also CD Projekt Red, Chapeau. Stampf die Elfen in den Sand. Ich stampfe sie in den Sand. Mach ich. Hier, verbrennen. Ich habe für das Zeug eh keine Verwendung sonst.
Tja, Pech gehabt, was? Wolltest du vergolden und vermehren? Na? Was haben wir jetzt? Das hättest du gern, Freund. Das hättest du gern. Verdammte Anderlinge. Ja, verdammte Anderlinge. Was ist nur los mit denen? So, jetzt hat er hier eine Achterkarte. Der setzt bestimmt drauf, dass er die verdoppelt. Was machen wir denn jetzt? Hübsches. Hier. Dann würde ich sagen, hier. Was willst du? Und diese und diese. Was willst du? Was ich will, das ist ganz einfach. So viel ist das nicht, was ich will. Nur genug Geld zum Leben und... Hier ist gerade Zugluft und ich weiß nicht warum. Es ist alles zu. Es ist nichts offen. Trotzdem ist hier gerade Zugluft. Hm. Naja, vielleicht fährt gerade irgendwo ein Zug vorbei. Ich habe keine Ahnung. So. Ja. Er hat jetzt bestimmt voll die Strategie und ich schmeiße einfach nur meine Karten raus, das ist, damit ich nicht verliere. Ist halt momentan gerade so. Er verdoppelt diese Karte. Ich hasse es. Ashani, was habe ich denn auf dem Friedhof? Nichts, was ich wiederbeleben könnte. Okay. Hallo? Ich rechtsklicke. Jetzt. Wow. Okay, manchmal reagiert es nicht, aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht, warum. Lang lebe, etc. etc. Ja, das wissen wir schon. Das kennen wir schon. Zerschmettert das Gewürm! Mhm. Okay. Ja. Freunde. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Nein, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Zerschmettert das Gewürm! Na gut, dann vergolde ich die drei hier. Er verliert zwei Punkte. Ich kann jetzt nichts mehr machen außer Shani spielen und dann ist sowieso vorbei. Ja, und Shani spielen bringt mir auch nicht viel außer sechs Punkte. Und sechs Punkte ist dann doch zu wenig. Ich bin Ärztin. Schade. Ich weiß normalerweise, funktioniert warum nicht mehr. Ja, um einen Punkt zu wenig. Gutes Spiel. Sehr, sehr gutes Spiel. Na komm, schenk mir Erze. Schenke mir Erze. Fünf Erze, wunderbar. So, wie viele Erze haben wir jetzt? 95. Das heißt, ein Spiel... Wir müssen noch in einem Spiel entweder fünf Erze durch GG bekommen oder ein Spiel gewinnen. In beiden Fällen kann ich mir dann ein Kartenfass kaufen und dann ein Kartenfass öffnen für euch, mit euch. Und zeigen, wie scheiße die Karten da sind eigentlich, die man manchmal bekommen kann. Wahrscheinlich. Weil, Vorführeffekt. Da will ich euch coole Karten zeigen und dann bekomme ich nur irgendeinen Scheiß wahrscheinlich. Ja, ist so. Schicksal. Kann man nichts machen. Naja. Vorwärts! In den Kampf! Chieftain. Zerschmettert das Gewürm! Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich weniger spiele als der Durchschnittsspieler wahrscheinlich, also Gwent, also Durchschnitts-Gwent-Spieler, bin ich ein bisschen im Nachteil. Okay, Shani haben wir bekommen. Was haben wir denn noch hier? Den hier kann man austauschen. Der ist auch nice, ja. Den hier tauschen wir auch aus. Was war das denn jetzt? Ich habe nicht mal gesehen, was das war. Ach, diese Heilerin. Ja, toll. Hey. Er beginnt mit einer Karte, die wunderbar ist, die sehr, sehr schön ist.
die bestimmt auch einiges kann. Für den König! Diese Karte. Es ist unglaublich, was diese Karte alles kann. Ich werde passen. Verdammte Anderlinge. Ja, verdammte Anderlinge. Was macht er eigentlich gerade? Was tut er? Was hat er vor? Ich habe gepasst. Ich meine, mich stört's nicht. Hau deine Karten raus, ey. War das gerade ein Test, ob das funktioniert oder wie? Verstärkung. Nice. So. Jawohl. Jawohl. So, das kann ich übrigens auch. Ah, na endlich. Ich finde das. Ich finde den Effekt so cool, wenn man hier so, so durchskippt. Interessant. Ja, das ist wirklich interessant. Das denke ich mir auch jedes Mal. Ich habe null Karten auf dem Friedhof. Natürlich, ich habe ja auch noch keine gespielt. Hier. Hallo? Klick, klick. Hübscher Saustall hier. Ja, hübscher Saustall. Habe ich selber gemacht. Der ist mit viel Liebe ist der gemacht. Mit sehr viel Liebe. Guten Tag. Ja, hi. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ich hoffe. Was haben wir denn da Schönes? Ach, Strebok. Das hätte ich schon längst spielen sollen. Ah ja, wir haben ja die Ballisten auch noch. Stimmt. Na komm schon. Na komm schon. Okay. Gut, aber was du kannst, kann ich auch, mein Freund. Freund der Blasmusik, das kann ich auch alles. Dankeschön. Erstmal deine Karten schwächen. Bronzeeinheit muss es sein. Okay. Dann brauche ich mich um diese hier nicht kümmern. Na? Spiel irgendwas, Freund. Chieftain, Kartenschmied. Spiel irgendwas. Ich hasse diese Zerfetzen-Karte. Ich mag die einfach nicht. Es ist... Oh. So, tschüss. Also nicht tschüss, sondern... Kaputt. Weniger... Was sagt man in so einem Fall? Formieren! Gar nichts wahrscheinlich, ne? So. Was auch schön ist... was habe ich denn jetzt hier? Friedhof. Blaue Streifen. Interessant. Machen wir. Sag, dass das ein Witz sein soll. Nein, es ist kein Witz. Ich will blaue Streifen wieder zurückhaben. Das ist normal. Ich mag die blauen Streifen. Ich mag die halt. Mein Gegner passt. Wird zum 2 Punkte geschwächt und ich muss wieder eine Karte spielen, um ihn irgendwie... So uncool. Die Schlacht kaum erwarten. So. Gut, mein Zug, ich passe. Gewinne gerade so. Jetzt kommt es darauf an, wer die besseren Karten auf der Hand hat. Wahrscheinlich hat er ein Ass im Ärmel. Und ich eher nicht so momentan. Vor allem nicht dadurch, dass ich jetzt wieder diese Karte hier gezogen habe. Alter. Okay. Shani, was habe ich denn alles auf dem Friedhof? Was können wir denn wiederbeleben hier? Ich würde sagen, hier den Reiter, weil der stärkste ist, ehrlich gesagt. Ich bin Ärztin. Ich weiß normalerweise, warum ich etwas verschreibe. Ja, das ist gut, Shani. Oder natürlich das hier. Das schadet ihm, glaube ich, mehr als nur rein diese Punkte, ne? Sehr schön.
egal was, es, was er spielt. Ich kann nicht mehr. Es bekommt jetzt gleich 2 Schaden. Boom! Headshot. So. So. Für Radovid! Er verfolgt jetzt bestimmt dieselbe Strategie wie ich. Kann das sein? Also die, die ich mit denen verfolge immer. Was machst du? Oh. Okay, ist nicht so geil. Dann würde ich sagen, hier. Lang lebe, etc., etc. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt's von dir nichts mehr einzusammeln. Oh, Yen. Stimmt, die kann ja auch eins von den beiden aussuchen. Ach, die hat jetzt meine auch verstärkt. Das ist ja nice. Danke. Danke, Yennefer. Warum ist der nicht verstärkt worden? Ich weiß es nicht. Auch egal. Ich führe auf jeden Fall. Frage ist, wo ich hinführe. Wahrscheinlich verdammte in den Tod. Anderlinge. Hier. Und bitte erzähl mir, dass du jetzt kein Verbrennen auf der Hand hast. Oh. Okay. Ich bin kein Angeber. Ich weiß, wann ich gewonnen habe. Ich muss jetzt nicht zeigen, was ich alles auf der Hand habe. War aber ein gutes Spiel, aber schade, dass er jetzt schon aufgegeben hat. 75 Erz, okay, nice. Bekomme ich kein GG? Warum nicht? Schade. Egal, wir haben 170 Erz und 210 von den Dingern. Die Dinger werde ich noch sparen, ehrlich gesagt. So, dann schauen wir mal in den Laden. Ahoi, hoi, Trollfreund. So, dann holen wir uns ein Kartenfass. So, ja. Guteste Sachen, Schöpaden. Meiste Gutes. Ja, das ist richtig. Schön. Ja, möchte ich. Und jetzt öffnet der Troll für uns ein Kartenfass. Bams! Nice! 2 Zauberkarten und eine nördliche Königreiche. Das können sogar brauchbare Karten sein. Ja, okay. Wähle jeweils eine Goldeinheit auf beiden Schlachtfeldseiten aus und verwandle sie in Silbereinheiten. Das ist ja fast nice, der Effekt. Okay, zum Malen. Auch zum Malen. Also eigentlich 3 Karten zum Malen bisher. Schwalbe. Ehrlich gesagt brauche ich keine Schwalbe mehr. Ich frage mich nur gerade, wer die meisten Punkte gibt, wenn ich es zermale. Wahrscheinlich alle 3 gleich, ne? Egal, ich nehme die Schwalbe und zermale eine Schwalbe. Egal. Dafür habe ich eine gute Karte bekommen. Nice. Und so ist das immer. Also bei den Packs ist es meistens so... Du hast eine, vielleicht 2 nützliche Karten drin und das war's dann. So. Nice. Danke, Kartentroll. Tschüss. Dann schauen wir jetzt gleich nochmal in die Sammlung. Ja, die Musik. Ich liebe diese Musik. So, malen. Ja. So, schließen. Und eine Schwalbe kann man malen. Ja. So, schließen. Dann haben wir 225 von den Dingern. Und was haben wir noch bekommen? Wir haben bekommen eine Scoia'tael-Karte. Jawohl. Malen. Ach ja, wie schön. Was ist das denn? Tribok. Ich könnte theoretisch hier auch alles aussortieren und malen. Werde ich vielleicht auch irgendwann machen, aber... Joa, geht so. So. Aber definitiv nice. War auch schön, das aufzunehmen. War mal was anderes und ein bisschen erfrischender.
wenn du mich fragst. Immerhin sind es jetzt bald fünf Folgen müssten es sein. Eine Stunde sind drei Folgen. Ja, es sind fünf Folgen jetzt. Und diese Musik. Ich liebe diese Musik. Ach ja, die Musik ist toll. Dann täte ich sagen, das war's. Das war's eigentlich. Danke fürs Vorbeischauen. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge jetzt hier ist. Insgesamt ist die Aufnahme jetzt schon eine Stunde 40, circa. Vielleicht eine Stunde 36 oder so, wegen den kleinen kurzen Schweigeminütchen immer zwischen den Folgen. Aber so. Und wenn es kürzer ist, ihr wisst ja, wenn es mal kürzer ist, war es dafür mal länger. Und es war länger. Vorhin. Also gestern, vorgestern, ich weiß es nicht mehr, da war es länger. Naja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob wir uns in Gwent nochmal sehen, also in der Beta. Beim fertigen Spiel sehen wir uns bestimmt nochmal. Und da wahrscheinlich dann eher auf Twitch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Lassen wir es erst einmal auf uns zukommen. Ich würde sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Nochmal. Schon zum dritten Mal diese Folge, glaube ich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und lasst euch gut gehen. Bis bald und fahret wohl.